Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir sind hier im Kinos Provinzviertel, hinten noch bei der Wabbelaue und haben eigentlich ein paar Quests zu erledigen und eigentlich wollen wir uns auch das Kinos Stadtfest angucken. Doch erneut bleibe ich meinem Prinzip hier nicht so treu, denn wir haben wieder etwas Neues als Belohnung bekommen. Wir haben eine neue Eintrittskarte für die Goblin-Minispiele und die werden wir uns jetzt holen. Und auch direkt benutzen. Wir werden nämlich erneut mal ein Ründchen Goblin-Minispiele spielen. So, verwenden wir die doch mal. Ja, kommt doch her! Jeder, ihr habt eine Eintrittskarte, das sehe ich. Bereit für Goblin-Spiele? So, wir haben das Goblin-Gemampfe-Spiel haben wir ja bereits vor einigen Folgen gespielt. Wer das noch nicht gesehen hat, soll mal bitte die Playlist durchgucken. So, heute machen wir mal das Deko-Dopplungsspiel. Warte auf Zonen-Server. Sony muss mal wieder die Server hochfahren. Beziehungsweise der Zonen-Server muss halt erstellt werden. Also das ist, ich kann es mir vorstellen, dass das nur auf Softwarebasis funktioniert. Nicht, dass extra da für jede Zone ein extra PC da steht. Das wäre zu aufwendig und zu teuer, glaube ich. Selbstverständlich läuft es auf der Basis. Alles andere wäre unwirtschaftlich, wenn sie dafür 10.000 von Zonen oder so, 10.000 von PCs stehen haben müssten. Ich meine, es wäre optimal, aber es wird kein Publisher der Welt je machen. Oh, wir sind wieder in diesem Raum hier. Hey, da kommt da rüber. Hey, ihr wollt. Hält euch wohl für schlau. Ihr schauen, ihr denken, erinnern, wo den Ration gelegt, zurückkommt zu mir, werden erinnern und ihr sehen, ob ihr sein Recht. Ich werde auf jeden Fall mein Köpfchen benutzen. Okay, diese drei, vier Dinger müssen wir in die gleiche Reihenfolge bringen. Wirbel, Mantel, Feuerteil und Obelisk. Achso. Ah, wir müssen es uns merken, das Muster, und dann den Typen hier ansprechen und das dann verschieben. Oha. Also. So, so. Der Obelisk nach oben oder das Feuer nach da? Ja. Obelisk, Feuer, Statue, Wirbel. Ah, ihr erinnert, wo die Kreation gelegt? Ihr seid bereit, mir zu zeigen? Ja, ich bin bereit. Spiel hat begonnen. Okay. Also, zuerst haben wir hier den Wirbel. Den müssen wir dann hier hinbringen. So. Wir haben hier das Feuer. Das Feuer war. War das jetzt hier oder hier? Oh, scheiße. Fängt ja schon gut an. Ich meine, das ist ja hier. Ja. So, dann. Obelisk. Obelisk kommt noch ganz oben. Zack. Und zuletzt noch. Die Statue hier. Jetzt müssen wir die. Warte mal, das war das Minigame schon. Mysteriöse Kiste. Indem ihr diesen Gegenstand als Beute erobert, haltet ihr eine zufällige Belohnung aus dieser Liste. Okay. Und damit haben wir. Wie heißt es? Goblin-Mini-Spiel schon hinter uns gebracht. Das ging ganz schön schnell. Muss man echt sagen. Wenn man an das vorherige Goblin-Mini-Spiel denkt, dort haben wir. Ja, 2, 3 Minuten länger dran gesessen, kann man wirklich so sagen. Naja, war aber auf jeden Fall wieder lustig. Ich bin ja mal gespannt, was im nächsten Monat als drittes Minigame kommt. Da lasst euch mal überraschen. Und ich denke mal, jetzt sollten wir wirklich zum Kino Stadtfest gehen. Das geht, glaube ich, nicht mehr allzu lange. Forschungszeitverringerung oder Goblin Gold? Da unsere Forschung wirklich noch absolut kurz dauern und wir sowieso nicht so häufig spielen, macht eigentlich nur das Goblin Gold Sinn. So. Hier haben wir nichts mehr drin. Gut, dann. Ups. Machen wir uns mal auf den Weg nach draußen oder gucken wir erstmal hier drin in Kinos. Ich würde schon bald sagen. Huch, wir wurden von Blutsäbeln, werden wir angegriffen. Ups, das hat noch mit unserem Quest zu tun, glaube ich. Heißer Wind. Und
Blitze, die zu den Gegnern gehen, wenn sie uns angreifen. Töten sich halt quasi selber die ganze Zeit. Boah. Wenn man sich hier unser Leben anguckt, viele war jetzt nicht mehr übrig. Das war schon ziemlich hart. So. Aber wie gesagt, wir gehen einmal raus und wir gucken mal draußen vor Kinos, was da gibt. Ich meine, es gibt ja wieder das Ätherin. Ich weiß gar nicht, habe ich das Ätherin im Let's Play schon gemacht? Ich habe keine Ahnung, das ist wirklich... Boah. Ich vermute, ich habe es noch nicht gemacht. Also ich habe auf jeden Fall mal eine Let's Play-Testaufnahme gemacht im Ätherin, um zu gucken, wie gut das Aufnahmeprogramm aufnimmt. Aber ich bin mir absolut unsicher, ob ich das im Let's Play schon mal gemacht habe, das Ätherin. Ha. Also, keine Ahnung. Muss ich mal gucken jetzt. Wenn wir das schon mal gemacht haben, dann haben wir auch das Reittier daraus. Wenn wir es noch nicht gemacht haben, dann haben wir kein Reittier daraus. Ich guck mal in unsere Reittiere rein. Nee, wir haben nicht das Reittier noch nicht, also haben wir das Ätherrennen auch noch nicht gemacht. Dann wird es etwas komplett Neues im Let's Play sein. Ich dachte, ich hätte das schon mal irgendwann gemacht. Also ihr seht hier oben schon diese Ringe und das sind die sogenannten, ja, Ätherringe. Wir müssen nämlich während des Ätherrenns, das hier quer durch ganz Antonika geht, müssen wir massenhaft Ringe durchfliegen. Also dadurch, die Ringe wird quasi auch der Weg fest vorgegeben. Dieses Ätherrennen werden wir wahrscheinlich einige Male machen, denn da gibt es dann spezielle Belohnungen. Hallo, wollt ihr mir helfen, mein neues kontrolliert reagierendes aerodynamisches Cabrio Hoverpad zu testen? Es kann fliegen. Ja. In Ordnung, geht auf die Startplattform, dann statte ich euch schnell mit der Maschine aus. Versucht die anderen Piloten auf der Strecke zu schlagen. Auf geht's. Ja, sind wir also so kleine Testpuppen. So, jetzt werden wir hochteleportiert. Neue Anweisung für Krach-Testpiloten. Erste Regel, nicht abstürzen. Wenn es doch passiert, einfach die Leertaste drücken, um erneut abzuheben. Vorsicht vor Wirbelstürmen. Die roten Blitze entziehen euch Motorkraft. Haltet unbedingt Ausschau nach schwebenden Gaswolken. Sie laden eure Propellerflugmaschine auf, sodass ihr wie der Blitz davon saust. Die blauen Gaswolken verschwinden, wenn ihr sie greift. Das heißt, dass andere Piloten sie stehlen können. Also Vorsicht. Die grünen Gaswolken verschwinden nie. Sie haben dieselbe Wirkung wie die blauen Wolken. Die goldene Wolke mit dem blauen Ring jagt die Wirbelstürme davon. Sie ist selten, also unbedingt zugreifen. Warnung, bei einem Sturz ins Wasser oder in Lava geht eure Flugmaschine kaputt. Okay. Hier haben wir kein Wasser oder Lava. So. Wo ist der nächste Ring? Jetzt der nächste. Ich glaube, die haben die Route auch hier geändert. Ich habe schon mal hier in Antonika schon mal das Aber die haben die Route ein bisschen angepasst. Das sieht man ziemlich deutlich. Ist aber nicht schlimm. Ist ja umso besser. Immer die gleichen Routen zu machen, ist auch blöd. Das Ätherrennen kommt nur von Zeit zu Zeit nach Antonika oder nach Gemeinlande und da gibt es noch zig andere Zonen. Also ich glaube, in fast jeder Zone gibt es auch ein Ätherrennen. So, hier runter. So, wie geht's jetzt hier weiter? Ich gehe mal einfach gerade durch den Wald durch. Also das ist wohl das Wahrscheinlichste. Ganz geschickt dann vorbei. Ah, nee, da bin ich. Wir haben noch 3 Minuten und etwas Zeit, um durch alle Markierungen durchzukommen. Ja.
Das Hoverpad hat eine Fluggeschwindigkeit von 300%. Also Luftgeschwindigkeit. Hoch. Habe ich schon wieder eins übersehen. So, von hier aus. Fliegen wir in die Richtung weiter. Wo soll dann der nächste Ring sein? Verdammt. Der Leute, Mensch, wieso kannst du früher aufleuchten? Jetzt haben wir schon wieder ein paar Sekunden vertrödelt. Naja, wir werden sowieso keinen Highscore schaffen, aber. Boah, jetzt wird es gerade natürlich auch nochmal ein bisschen. Wunderbar. Also, man sieht, diese Folge wird heute eine reine Minigame-Folge. Das ist doch eigentlich was Besonderes für eine Sonntagsfolge. So. Und dort sind wir gleich am Ende. Hui. Autsch. Danke für den super sanften Fall. Schlimm sowas. So. Gehen wir mal die Quest abgeben. Gute Arbeit. Ich habe wertvolle Daten aus der Flugüberwachungsnetz gesammelt und der Selbstzerstörungsmechanismus hat perfekt funktioniert. Von meiner Warte aus hat es nicht gut funktioniert. Wird nach ein paar Testläufen wunderbar funktionieren. Hier habt ihr einen weiteren Prototypen. Ich kann nicht für seine Zuverlässigkeit garantieren, aber ich bin sicher, dass er euch nützlich sein wird, bevor er den Geist aufgibt. In Ordnung. Zoom. Wir machen einfach nur ein paar Runden. Jetzt halt eine reine Flugrunde. Minigame-Folge heute. Hatte ich da, glaube ich, gerade schon mal gesagt, ne? Ja. Ich merke auch wieder nicht mal. Ist auch immer interessant, was die Buffs so alle machen, teilweise. Also einfach diesen Abflug vorbereiten, Buff, den wir hier haben. Der macht uns benommen, der verhindert alle AOE-Angriffe, absorbiert 100% aller Schäden, reduziert alle Schäden und wurzelt uns hier an und erstickt uns auch noch. Ersticken heißt ja, dass wir nicht zaubern können. So, jetzt nochmal erinnern wieder. Oh, das sieht doch schon besser aus. Jetzt gehe ich durch die Bäume. Das läuft gut. Wer weiß, vielleicht wird es doch ein Highscore. Ich träume schon wieder. Diesmal. Vor allem, dass wir gleich an der Stelle sind, wo ich beim letzten Mal gesagt habe, wir haben noch 3 Minuten, jetzt haben wir gleich 4 Minuten. Gut, nicht so. Hier hatte ich gesagt, dass wir nur 3 Minuten haben. Jetzt haben wir 3 Minuten 30 und ich kenne ja jetzt auch den dort hinten, wo wir das zweite Mal aufgehalten wurden. Das ist perfekt. Und nochmal. Jetzt haben wir nur noch 3 Minuten Zeit. Super, 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 super gut. Muss man echt sagen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so extrem gut funktioniert jetzt. Oh ja, läuft.
letzten Ringe. Schaffen wir. Scheiße, nochmal. Ah, auf der Ziege hat nochmal einen Motorschaden reingeholt. Aber. Vollgas und. Zack. Juhu, jetzt machen wir einen vernünftigen Flug und. Wumms. Nicht ganz so viel Fallschaden. Hallo Dispatch von der Heiligen Garde. Gehen wir mal ab. Hallo! Startmarke. So, Rangliste, gucken wir mal. Aktuelle Rundenzeiten. Huhu! Wir sind auf Platz 1 sogar. Mit 155 Sekunden. Wie? Achso, nee, das sind die. Ah, okay. Das war jetzt noch nicht Highscore-Liste. Boing. Well met. Nochmal gucken. Besten Rundenzeiten. Okay. Wie soll man 127. Was zum Teufel? In 127 Sekunden schaffen? Hm. Also, ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, wir waren extrem gut. Hello? Okay, versuchen wir es noch einmal. Ob wir dann nochmal eine deutliche Steigerung reinkriegen. Ich vermute zwar eigentlich nicht, aber wer weiß. Man sieht schon, die Folge wird über Länge haben. Ich meine, ja, dort hinten lädt er noch was. Wenn er etwas schneller lädt, dann sieht es gut aus. Ansonsten, ah, okay. Das ist so. Jetzt halte ich mich sofort bereit. Vollgas geben sofort. Los, 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 los. Und ich versuche mal alle grünen Teile uns mitzukriegen. Boah, das läuft aber immer besser. Und falls vielleicht die Aufnahme ganz fest ist, dann könnte ich auch so 1000%ig flüssig läuft. Bei mir tut es das auch gerade nicht. Bin nur es gewohnt, manche spielen manchmal auch mit guten Menschen noch gute Ergebnisse einzubringen. Wir haben uns keinen Motorschaden hier geholt. Wir haben zwar auch keine Beschleunigung geholt, aber auch keinen Motorschaden. Das ist schon wieder gut. Ich habe schon wieder das Gefühl, wir sind noch wieder deutlich besser geworden. Wir werden nie und nimmer diese 190 Sekunden bekommen, die auch immer über die das hinbekommen. Ich habe keinen Motorschaden bekommen. Okay, auch gut. Ich hätte jetzt gerade gedacht, ich kriege einen Motorschaden. Der nächste Punkt ist, okay. Das wusste ich jetzt noch nicht, dass man das in der Minimap sieht. Ich habe es natürlich, so wie ich mich kenne, sofort gesehen. Aber das ist immer so, in Let's Plays da erkennt man immer, wie heißt es, mehr, sieht man immer mehr als der wie heißt es sein, das ist der immer. Müssen wahrscheinlich alle Let's Player zugeben. Ja, jetzt fliegen wir nicht so weit, wir fliegen ins Wasser. Bums. Wir haben jetzt erstmal eine richtig schöne Arschbombe hingelegt. 148 Sekunden haben wir diesmal gebraucht. Wir haben uns also nochmal deutlich verbessert, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass man sich so extremst verbessern kann. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, gehen wir da nochmal hin und holen uns wieder eine Marke ab. Ja, machen wir es nochmal. Oder machen wir hier einen Cut. Ich guck mal kurz auf die Zeit.
ach komm, wir haben jetzt in den Wochenenden so oft nur Unterlänge gehabt, dann kann ich jetzt ruhig nochmal eine richtig schöne Überlänge-Folge mal zum Wochenende machen. Ich habe versprochen, Wochenendfolgen sind länger, dann machen wir auch jetzt eine längere Folge am Wochenende. Ich habe so lange nicht durchziehen können. Jetzt sind Ferien, da kann ich auch mal etwas länger die Eis aufbleiben, ohne am nächsten Tag total verschlafen in der Schule zu sein. Und was halt der Vorteil ist in den Ferien, ich habe jeden Tag komplett Zeit zum Rendern von Videos. Deshalb wird auch in diesen Ferien noch ein weiteres Let's Play, eine Anfänger machen. Vielleicht sogar zwei weitere Let's Play Projekte. Eine in den Ferien will ein Livestream starten. Also, da habe ich mir extrem viel vorgenommen. Aber jetzt geht's erstmal so los. Und wenn ihr mal die Let's Plays verfolgt, werdet ihr so merken, dass das zweite Let's Play, was jetzt die meisten Informationen bekommt, was scheiße. Nein, nicht das scheiße. Was. Wie heißt es? Mein Let's Play-Kanal und sowas angeht. Ist einfach am praktischen momentan, weil ich EverQuest 2 wirklich täglich rausgehe. Kann ich euch immer am einfachsten aufbauen, weil alles, was da so mit dem Kanal los ist, was da zu kämpfen habe und so weiter und so fort. So. Das Schlimme ist an Ferien, man kann sich nicht selbst dazu überreden, groß auf Vorrat vorzuproduzieren, dass man zum Beispiel jetzt außerhalb der Ferien etwas mehr Ruhe hat, sondern man. Ja, bei EverQuest 2 habe ich es zum Beispiel so gemacht, jetzt am Wochenende habe ich eine einzige Folge gestern aufgenommen, heute die Folge auf. Beziehungsweise, nee, das war eigentlich beides heute, aber so extrem zeitlich. Einmal morgens um 1, die Folge habt ihr heute bereits gesehen. Und einmal jetzt um 23.28 Uhr, also fast schon hier am Sonntag. Die Folge werdet ihr aus meiner Sicht erst morgen sehen. Aber auf jeden Fall merkt man dazu halt, sieben Folgen mal eben schnell für die ganze Woche aufnehmen. Ich versuche es aber weiterhin so zu machen, ist einfach einfach. Und ich dadurch, glaube ich, auch nur mal ein paar Let's Plays für unter die Woche jetzt gelandet spiele, wie zum Beispiel das die Let's Horror, wo ich auch mittlerweile tausende von Vorschlägen bekomme, was ich denn alles, ich sag mal, zocken könnte. Als also die Horrorreihe kann ich quasi noch relativ lange weiterziehen, wenn das so weitergeht mit den Vorschlägen. Dazu hätte ich noch selber den irgendwann nicht mehr haben, aber da dessen Stelle auf jeden Fall ein neues Spiel am Spring, welches weiß ich noch lange nicht. Also da. Und wir machen wieder eine wunderbare Arschbombe. Zack. So. Gehen wir nochmal hoch. Ich gucke kurz auf die Zeit, wie lange wir denn sind. Ah ja, wir sind gleich bei 25 Minuten. Ich guck mal kurz. Wir haben 150 Sekunden aber für diesen Durchlauf gebraucht. Ich nehme die Quest nochmal an. Jawohl, hiernach kriegen wir sogar dann unser neues Reittier, nicht Pet. Ja, deshalb wollte ich diese Questreihe machen, damit wir hier ein neues Reittier bekommen. Hehe. So, und dann haben wir sogar ein paar Marken und die können wir dann in der nächsten Folge schön shoppen gehen. Verschoppen gehen. Nicht shoppen gehen, sondern vershoppen gehen. Wo auch immer das jetzt gerade ist. Das sind ja die Stadtmarken. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen blind. Also ich habe jetzt gerade keinen Blick darauf, wie viele Sekunden es noch bis zum Start sind. Beim Start werde ich einfach meine Suche hier gerade mal unterbrechen. Oder sind die...
auch die Marken sind irgendwie eine zusätzliche Währung, die ich nicht so nicht einsehen kann über meinen Rucksack. Weil ich dann keinen Rucksackplatz verbrauche. Währung. Ah, okay, Stadtmarken haben sie jetzt eine eigene Währung. Gut zu wissen. 4 Stück haben wir davon. 2 Goblin Gold und 86 Verliesmarken. Die war ja leider nicht eingelöst. Aber eigentlich müssen wir auch mal wieder ein neues Verlies. Aber das ist nicht. Sobald wir hier mit dem Stadtmarken fertig werden, sobald es vorbei ist. Ja, so ein paar Ausflüge in diese Dungeons vom Dungeon Maker möchte ich schon machen. Ich möchte nur gucken, dass ich da nicht schon wieder so ein Ding erwische wie beim letzten Mal, wo wir da wirklich nicht eine ganze Woche lang oder sowas Let's Play haben. Das war nicht so der Bild. Ich meine, es war auch für euch bestimmt nichts Tolles mehr irgendwann. Aber generell nicht so bedenken. MMORPG denn Let's Playen kann, beziehungsweise ob sich das überhaupt eignet. Also ich bin, glaube ich, mit auf meine Erfahrung hier jetzt mit EverQuest 2 zu machen, bin ich der festen Meinung, MMORPGs sind weil man längst intensivsten Let's Playen kann, weil man dort wirklich so viele Sachen zum Zeigen hat. Also gerade in einem Let's Play kommt man ja noch langsamer voran, als wenn man ein reiner Gelegenheit hat. Und allein Gelegenheitsspieler kommen meistens mit dem Content nicht hinterher. Das heißt, man hat als Player. Scheiße, nein, wir haben irgendwo einen Teil übersehen oder was? Verdammt, jetzt müssen wir zurückreiten. Reisen und gucken, wo wir was übersehen haben. Was? Dritte Markierung? Verdammte Kacke. Wo ist die dritte Markierung? Ach du meine Scheiße. Ach du meine Scheiße. Das habe ich jetzt richtig verkackt. Ich meine, wir können nochmal versuchen hinzukommen, aber ich glaube, das ist fast unmöglich. Auch wenn wir jetzt mit einer fliegen. Wir sind quasi einmal komplett durch Antonika und zurück. Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber nein. Kacke. Dann müssen wir das doch nochmal machen. Das ziehen wir jetzt in dieser Folge eiskalt durch, dann wird es halt eine Folge mit Überlänge. Auch wenn ich das Feld über Zelda und das eigentlich noch mehr als 2 Folgen aufnehmen müsste. Damit ich ein bisschen was in der Woche hätte. Nichtsdestotrotz versuche ich es jetzt noch zu erreichen. Vielleicht. Da ist es. Nee, das ist es ja noch nicht mal. Sondern die. Nein. Ah, das packt man nicht. Markierung überflogen habe. So.
Nein, Hilfe, Hilfe. Bums, bringt mich fast um. Die Flugmaschine ist kaputt gegangen. Na wunderbar. Boah. Das hatten wir, glaube ich, noch nie so gesehen, oder? Ich glaube, unser Reittier ist doch deutlich detaillierter, als ich dachte, die ganze Zeit. Richtig geil. Immerhin können wir das jetzt mal vernünftig sehen, das Reittier. Hat es auch was Gutes gehabt. Also man sieht, man kann deutlich erkennen, es gibt hier Teile von der EverQuest 2, die sind noch richtig schlecht texturiert, und es gibt Teile, die sind noch richtig gut, sind jetzt richtig gut texturiert. Und gerade die neuen Teile sind, gerade alles, was wir neu machen, ist richtig gut texturiert, würde ich meinen. Also die nutzen schon das volle Potenzial ihrer Grafik-Engine noch aus, um eine schöne Welt zu gestalten. Ich meine, wenn man EverQuest 2 auf maximalen Einstellungen spielt, dann hat man schon eigentlich eine Menge Spaß dran. Wir fürs Let's Play spielen es halt auf minimalen Einstellungen, damit wir möglichst flüssiges Gameplay haben. Einfach weil im Hintergrund ja noch ein bisschen was anderes läuft. Ach scheiße, die Kiste. Also wir müssen nicht mit dem. Oh. Hello! Okay. Machen wir noch einmal. So. Zack. Ach, wir müssen jetzt von unserem Reit hier runter. So. Und nochmal hin. So, geht doch. Boah, das wird eine richtig schöne Überlänge-Folge. Da habt ihr doch alle drauf gewartet. So, ab in die nächste Runde und diesmal hoffentlich letzte Runde. Immerhin dieses Etherpad kann man benutzen, um auch mal ein bisschen was nebenbei zu erzählen. Das braucht nicht ganz so viel Konzentration. Das muss ich eher sagen. Und es bedarf auch nicht, wie heißt es, irgendeines großen Vorleses, weil es sich nicht wirklich, weil sich das Vorlesen nicht wirklich interessiert. Dort redet immer das Gleiche und erklärt das alles. Während des Rennens selber muss man nichts vorlesen. Da konnte ich ja gut bis jetzt ein bisschen was erzählen. Ich meine, ich hätte das hier auch so wahrscheinlich in diese Hamburg-Folge machen können, in der ich von Hamburg erzähle, aber das habe ich zu spät. Von daher, da jetzt schon noch ein Special geben. Generell bin ich die ganze Zeit immer so am Nachdenken. Welche Race kann ich denn wann machen? Also, beziehungsweise in welcher Reihenfolge möchte ich gerne meine Spiele displayen? Wann kann ich am besten welche Spiele displayen? Und wie schaffe ich es, möglichst viele Spiele in möglichst kurzer Zeit sozusagen zu spielen, ohne die Spiele durchrushen zu müssen? Also, ich möchte ja möglichst viel schon mit dem Spiel spielen, aber gleichzeitig möglichst viele Projekte gleichzeitig laufen lassen. Das ist nur das Problem, dass alles zu vor eben weil es Backup ist, dass man lange aufs Rendern warten muss. Gar kein Problem bei meiner Internetleitung, dass ich das einfach parallel im Hintergrund laufen kann, da immer noch allen anderen Scheiß machen, den ich machen möchte, sozusagen. Jetzt erst bei 3 Minuten. Ich glaube, wenn ich so gar nicht so konzentriert spiele, sondern jetzt ja, das ist zumindest bei solchen Sachen so, bin ich anscheinend ein bisschen besser als sonst. Wir wieder schwimmen und klettern. So. In 149 Sekunden haben wir das jetzt geschafft. Die anderen waren immer noch teilweise schneller. Da kann ich mir echt nicht mehr vorstellen, wie sie es gemacht haben. So. Well met. Okay, welches nehmen wir denn? Wir haben in Grau, Schwarz,
Blau. Also blau ist eindeutig zu grell, finde ich. Grün oder rot. Ja. Dunkles oder grau. Ich glaube, das Dunkle ist so das Beste. Okay. Also das ist, dieses Teil kann nicht fliegen, aber das ist ja auch klar. So, ich denke mal, wir sollten das mal auch dann, wenn es denn unser Reittier ist, mal als Reittier ausrüsten, ne? Und natürlich hier das Aussehen. So. Also beschweren wir doch einmal unser Reittier. Und da haben wir unser Reittier. Schön mit Frontbeleuchtung, damit wir in der Nacht nicht, wie heißt es, im Dunkeln fliegen müssen. Und dafür haben wir jetzt das Ätherrennen gemacht. Hui. Yep. So. Jo, und damit verabschiede ich mich schon für die. Das heißt schon, aber damit verabschiede ich mich für diese Folge. Ich wünsche euch alles Gute und lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.